Herzlich willkommen bei CEF Kritik und die Fantasy-Action-Videospielverfilmung Warcraft The Beginning ist für das Home Entertainment erschienen und ich habe hier die 4K Ultra HD Blu-ray-Version des Films und die werden wir uns natürlich jetzt gleich näher anschauen. Doch zuvor noch eine wichtige Sache, denn bei Warcraft The Beginning handelt es sich um eine Premiere, denn Warcraft ist die erste 4K Ultra HD Blu-ray von Universal Pictures, die in Deutschland erschienen ist, zusammen mit Lucy, Everest und Oblivion. Das sind aber alles ein wenig ältere Filme, die entweder in 3D gedreht wurden oder konvertiert wurden nachträglich und jetzt eben auch mit erschienen sind als Neuveröffentlichung. Aber bei Warcraft handelt es sich jetzt natürlich um eine neue Erstveröffentlichung, die heute nicht nur auf Blu-ray 3D erschienen ist, sondern eben auch in 4K. Dementsprechend habe ich mich riesig auf die Veröffentlichung gefreut, weil es halt einfach dass die erste 4K Blu-ray ist von Universal, die ich testen darf. Und man hatte schon im Vorhinein sehr viele positive Stimmen gehört. Und vor allem habe ich mir auch schon ein paar Unboxings angeschaut zu den 4K Blu-rays zu Snow White and the Huntsman und The Huntsman and the Ice Queen. Und da haben mich vor allem die geilen Slipcover total angesprochen. Da habe ich mir schon gedacht, Mensch, das wäre doch echt geil, wenn wir die auch in Deutschland bekommen würden. Ich habe es gehofft, aber ich bin jetzt nicht wirklich davon ausgegangen. Aber umso mehr hat es mich natürlich dann gefreut und mich auch umgehauen, als ich heute dann die 4K Blu-rays zu Oblivion und Warcraft ausgepackt habe und dann sofort diesen Schuber gesehen habe. Hat mich mega gefreut. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben jetzt eben diesen Schuber hier und wir haben ja schon bei den 3D-Veröffentlichungen zu Universal jetzt immer so ein schönes Lenticular-Cover mit einem richtig coolen Effekt. Hier haben wir jetzt keinen Lenticular-Effekt mit dabei, sondern das Ganze ist hier so eine Karte, die mit auf den Schuber draufgeklebt ist. Das Ganze ist so hochglänzend, sieht richtig edel aus. Aus Plastik, wie man hören kann, und wirkt einfach mega cool, sehr bunt gemacht. Das ist dann das offizielle Kinoposter. Oben haben wir dann noch 4K Ultra HD. Das Ganze ist auch, sieht so aus, als ob es geprägt wäre, ist es aber nicht. Aber so ein richtig cooler Effekt mit drauf gemacht. Dann steht hier nochmal drunter 4K Ultra HD plus Blu-ray. Jetzt nicht unbedingt nötig gewesen, aber es ist halt die Information. Wir hatten FSK Flatschen mit dabei, den man abziehen konnte, Gott sei Dank. Und dann haben wir jetzt einfach hier dieses richtig coole Cover und das Ganze eben auf dieser Karte drauf, auf diesem Schuber mit diesem Glänzeffekt, sieht richtig edel aus und vom Schuber her gefällt mir das richtig gut. Dann schauen wir uns mal den Spin an. Der ist natürlich schwarz, dann haben wir den Schriftzug Warcraft The Beginning und wie ihr vielleicht erkennen könnt, rundet der Schuber das Ganze nicht komplett ab, sondern er hört hier auf, sodass man auch das Schwarze von der Armory erkennen kann. Das ist jetzt quasi der neue Stil von den Schubern, von den 4K Blu-rays. Finde ich eine coole Idee, sieht sehr edel aus, wie ich finde. Auf der Rückseite dann natürlich haben wir alle möglichen Informationen zu 4K mit draufgeballert. Da kann man aber auch eigentlich nichts dagegen sagen, denn es ist halt nun mal die erste 4K Blu-ray-Veröffentlichung von Universal und da muss natürlich die ganzen Informationen und Werbung mit drauf zu 4K. Hier oben steht ganz groß drauf, viermal schärfer als HD, dass dann auch der normale Käufer sehen kann, ja, das ist schon was Besseres als HD. Und dann haben wir natürlich hier ein paar Screenshots zum Film, die fallen aber relativ klein aus, denn wir haben alle restlichen Informationen, die Handlung ist auch eher klein, sondern wir haben hier im Mittelpunkt natürlich das 4K-Bild und die ganzen Features. Natürlich einmal zwei Discs, einmal die 4K-Version und dann mal die 2D-Version. Dann hier unten noch die ganzen technischen Details. Wir haben in Englisch natürlich wieder eine Dolby Atmos Tonspur, das finde ich mega geil, also wieder von der Tonqualität her auch das Maximale, was geht, also mit das Beste. Und wer Filme sich gerne in Englisch anschaut, der und eine gute Heimkinoanlage hat mit einem guten Soundsystem, die Dolby Atmos fähig ist, der wird da auf jeden Fall seine Freude haben, denn Warcraft ist ja ein Mega-Blockbuster, der hat eh schon epische Töne, eine richtig krasse Action und einen epischen Sound und wenn man dann noch Dolby Atmos hat, dann ist das Ganze schon ein richtig geiles Erlebnis, was natürlich dann wieder die Stimmung ein bisschen dämpft, ist, dass wir in Deutsch und in Deutsch wieder nur eine 5.1-Tonspur haben, das war jetzt auch zuletzt bei X-Men Apocalypse auch so. Finde ich einfach total schade, warum man Dolby Atmos dann nur für Englisch nutzt und nicht auch für Deutsch. Ich persönlich finde es natürlich jetzt nicht so schlimm, weil ich die Filme immer in Englisch anschaue und das halt dann geil rüberkommt, aber natürlich sollten eigentlich die Deutschen, die Filme in Deutsch anschauen wollen, keinen Nachteil haben. Das finde ich etwas schade. Ich hoffe, dass sich das bei den zukünftigen Veröffentlichungen noch ändert, dass sie sich da noch verbessern. Ansonsten haben wir einige Features mit dabei. Da werden die unveröffentlichten und erweiterten Szenen, die Gag Reel, World of Warcraft als Film, die Fans von Warcraft, Warcraft, Bonds of Brotherhood, Filmcomic, Warcraft, die Madame Tussauds Erfahrung und Warcraft Teaser von 2013 und die Magie hinter Warcraft. Also wir haben einiges an Specials mit dabei. Ich habe jetzt nur bei manchen Sachen ein bisschen reingeguckt, aber habe gesehen, dass da einiges Interessantes mit dabei ist. Man kann richtig schön hinter die Kulissen gucken und vor allem für die Fans von den Videospielen
die besonders an dem Film interessiert sind und dann am Making-of, die werden da einiges finden. Das finde ich eine coole Sache von den Specials her. Ansonsten vom 4K-Bild muss ich sagen, es ist auf jeden Fall richtig gut geworden, das Bild. Teilweise sind so ein paar Abstufungen drin, wo man sagen kann, da ist der Effekt oder da ist das Bild noch nicht ganz ausgereift, aber es ist jetzt für die erste Veröffentlichung oder mit die erste Veröffentlichung schon richtig gut. Ich muss noch sagen, Oblivion und Lucy und die ganzen, die haben etwas bessere Bewertungen bekommen und auch das 4K zu Oblivion habe ich gleich getestet und das wirkt echt ein bisschen besser als Warcraft, finde ich etwas seltsam, da der Film ja schon 3 Jahre auf dem Buckel hat und Warcraft jetzt ein brandneuer Blockbuster aus diesem Jahr ist, finde ich ein bisschen seltsam, ich weiß nicht, was da schiefgegangen ist, aber dennoch ist das 4K von dieser Blu-ray richtig gut geworden, zusammen mit dem guten Sound und mit den restlichen Features ist eine richtig gute Veröffentlichung geworden. Ich sollte vielleicht erstmal den Schuber entfernen. So sieht der jetzt insgesamt aus. Dann haben wir die normale Armory, natürlich schwarz, das Ganze auch eckig, weil ja das Design ist von den Blu-rays von Universal. Wir haben dann hier nochmal das 4K-Logo, hier steht nochmal 4K drauf. Dann natürlich dasselbe Cover. Wir haben ein Wendecover mit dabei, sehr schön. Somit ist der FSK-Flatschen und das Digital-UV-Flatschen-Dings nicht mit dabei. Sehr coole Sache. Von hinten sieht das Ganze genauso aus wie auf dem Schuber, als kleiner Vergleich. Und innen haben wir natürlich wieder den klassischen UV-Code, richtig cool. Wir haben außerdem noch einen Code für das Warcraft-Videospiel. Also, ich bin jetzt persönlich kein Computerspieler, aber dürften sich der ein oder andere schon drüber freuen. Dann haben wir hier die Discs, die haben kein unterschiedliches Artwork. Dennoch sehr cool, dass wir hier nicht so viele Logos drauf haben, bei der 4K-Blu-ray sogar noch weniger. Und dann hier oben der Unterschied eben 4K plus Blu-ray, die verschiedenen Logos. Ansonsten habe ich jetzt eigentlich das Wichtigste gezeigt. Ihr wisst, wie das Ganze aussieht. Ihr wisst, wie es von der Verarbeitung ist, von den technischen Details. Und ich kann nur sagen, für alle, die jetzt schon auf das brandneue 4K-Equipment zugreifen können, die es bereits zur Verfügung stehen haben, für die kann ich sagen, ist Warcraft auf jeden Fall eine gelungene 4K-Blu-ray-Veröffentlichung. Und da lohnt sich vielleicht womöglich eine Investition, muss man natürlich immer selber wissen, ob einem die 30 Euro dafür wert sind. Es gibt nämlich außerdem noch die 3D-Blu-ray und da muss ich sagen, das 3D zum Film war ja im Kino richtig gut, also nehme ich mal an, dass die 3D-Blu-ray auch einiges kann. Vor allem, weil ja auch wieder so ein schöner Schuber dabei ist. Dann gibt es natürlich noch die 2D-Version. Es gibt ein Steelbook und die DVD. Also Links zu den ganzen Sachen packe ich euch in die Infobeschreibung. Und ich würde sagen, das war es jetzt mit meiner Rezension von der ersten 4K-Blu-ray von Universal. Ich freue mich auf jeden Fall auf die ganzen weiteren, die da so kommen. Und es würde mich auf jeden Fall eure Meinung interessieren. Wie gefällt euch denn so der Film? Ich habe ja keine Kino-Review gemacht und ich gebe dem Film 8 von 10 Punkten. Im Genre insgesamt dann 7. Es gab so ein paar Mängel, dass es nicht sehr viele Emotionen gab im Film und die Schauspieler nicht unbedingt alles abgeliefert haben. Aber das Wichtigste hat der Film geliefert, denn er ist Popcorn-Kino, er ist actionreich, die Action ist geil, die Effekte sind gut und er macht einfach richtig viel Spaß. Und somit lohnt er sich auf jeden Fall auch fürs Home Entertainment. Und lasst mich jetzt gerne, wie gesagt, eure Meinung wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Bis demnächst.